Willkommen zurück zum großen Finale von The Legend of Scheißmontos mit eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve. Wir verlassen direkt mal die World Map, denn die Musik da ist ziemlich laut. Ja, lang hat's gedauert, viel Zeit haben wir uns dabei gelassen, vor allem beim Hochladen der Videos. Das tut mir echt leid, Leute. Bei mir im Leben gibt's gerade so eine kleine Umstrukturierung oder wie auch immer. Aber keine Sorge, der Kanal wird nicht sterben, die Videos werden auf jeden Fall weitergehen. Steve und ich, wir werden auch in der Zukunft noch ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Aber erstmal kümmern wir uns natürlich noch um The Legend of Scheißmontos. Wie gesagt, der finale Part, wir haben gar nicht mehr so viel vor. Wir wollen hier, glaube ich, noch diesen einen Kampf machen, ne? Genau, der und zwar Kampf der Giganten. Ich will mal kurz gucken, dass wir geheilt sind. Das sind wir nämlich nicht. Ja, wir haben die linke Quest haben wir schon gemacht. Ja, wobei, eigentlich war das ins Käse. Ich hätte eigentlich direkt in das Dorf gehen können. Doch, ich lade einfach nochmal ein. Ja. Das ist viel, viel einfacher. Richtig. Kannst du nämlich dich an der Statue regenerieren. Genau, regenerieren. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie hieß es noch genau? Spielstand gesichert. Genau, regeneriert. So war's. Genau. Wir sind wieder komplett regeneriert und so geht es jetzt auf zum Kampf der Giganten bei The Legend of Scheißmontos, einem Spiel, dessen Titel ich nicht oft genug erwähnen kann. Oh, guck mal, wir sind alle auf Max-Level. Ja. Das haben wir erst nach dem offiziellen Ende geschafft. Haben wir im letzten Part, genau, haben wir es geschafft. Genau, in der letzten Folge haben wir es geschafft. Wir haben das Maximallevel erreicht und wir haben 999.999 Gold erwirtschaftet. Weißt du, was mir gerade auffällt? Warum eigentlich sind bei Sera und Klaus die Klassen in Anführungszeichen? Und bei den anderen bei nicht, ne? Bei und Randolph nicht. Na, vor allem das heilige M und H Kombomane und H Beschwörer, also das ist nicht einheitlich. Ja, genau. Es müsste heilige K und heilige B sein und also... Nee, das ist, dieses Spiel ist ein Kind seiner Zeit. Steve, weißt du eigentlich, woher diese ganzen Anglizismen kommen? Diese ganzen cool klingenden Wörter? Soll ich dir sagen, woher das kommt? Nee. Das kommt von den RTL 2 Animes. Genau, hätte ich auch gedacht. Jetzt nämlich, wo ich wieder angefangen habe, One Piece zu gucken. Ey, wie oft die in One Piece das Wort Power sagen. Das ist unglaublich. Aber das ist weit vor One Piece tatsächlich. Steve, pass auf, in One Piece, da wird jemand Müllschlucker-Face genannt. Aber ich meine, das war ungefähr zur selben Zeit. One Piece fing nämlich 2001 in Deutschland an. Okay. Und Dragon Ball Z lief auch so 2001. Genau. Also ich sage nur, du pinke Plauze, ja, mit Dragon Ball Z. Das ist genau so. Solche Dinge sind zwar, das ist zwar kein Anglizismus, aber das verweist auf jeden Fall auf die Dämlichkeit dieser Dialoge, ne? Und eben, dass diese ganzen Anglizismen verwendet werden, das überträgt sich wunderbar auf dieses Spiel. Aber ich würde halt schon klar als Vorbild hier Dragon Ball bezeichnen, einfach wegen Goku und ja, Co. Ich will hier gar keinen Einfluss von One Piece hier. Ich meine einfach nur, bei One Piece habe ich das einfach nur bemerkt. Mhm. Bei Dragon Ball wird es wahrscheinlich auch so sein. Ich habe mir Dragon Ball Z jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr angeguckt. Aber ich gehe davon aus, dass die auch sagen, ja, dass die eben auch sowas sagen wie, gegen meine Power kommst du nicht an oder ich habe die unendliche Power oder was auch immer. Irgend so ein Quatsch. Es wird auf jeden Fall auch viel Müll gelabert. Irgendwelche unnötigen Anglizismen. Und ich dachte mir einfach nur, wow, die versuchen irgendwie so eine Jugendsprache zu verwenden, die Jugendliche aber eigentlich gar nicht verwenden. Aber irgendwie war es dann am Ende trotzdem beliebt und populär genug, dass die Leute es dann eben doch verwendet haben. Vielleicht haben sie vorher nicht so gesprochen, aber hinterher auf jeden Fall. Dann fangen wir jetzt mal hier an, genau. Ja, der Kampf der Giganten, wir nehmen die Herausforderung an. Gigantos möchte kämpfen, den habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Nicht der Standard-RTP-männliche Magier. Aber na gut, Sera versucht erstmal Gift. Würde mich nicht wundern, wenn das funktioniert. Gefangenen-Schlag-Kombo war immer gut. Und wir beschwören einfach den ultimativen Goku. Der kostet zwar 400 MP, aber es ist die beste Technik von Nirvana, jetzt auch schon bei Rubens. Und was macht Klaus? Klaus macht mal Ultima. Ich glaube, mittlerweile hat jeder Ultima gelernt. Ah, Gegner wurde nicht vergiftet. Schade, Gigantos kann man nicht vergiften. Wow. Ultima macht 150 Schade. Schade, ja, wirklich sehr schade. Okay. Ultima macht 150 Schaden, aber Goku macht 950. Okay, das heißt, wir müssen immer... Konstant Rubens heilen. Pass auf, Sera, Randolph und Klaus heilen mit Items oder Spells und Randolph macht einfach jede Runde super diesen super Spell. Genau. Na, schau mal, mehr als 9999 HP kann er nicht haben. Also genau. Maximal 10 Mal müssen wir das Ganze machen. Ja, genau. Die Sache ist halt, Ultima Goku können wir nur alle paar Runden einsetzen, weil wir müssen ja die ganze hier Mana-Gegenstände verwenden. Naja, nicht wenn du es immer ganz konstant ihm mitheilst. Dann sozusagen... Nein, das kostet zu viele MP. Weil die Sache ist, wir haben nur diese magischen Nüsse, die 300 heilen, aber der Goku kostet 400.
Das heißt, Rubens und Klaus müssen jetzt sozusagen immer Rubens heilen, oder? Weißt du, was ich meine? Also genau. Sera heilt einfach Trefferpunkte. Genau. Wobei das gerade nicht notwendig ist, weil wir sind irgendwie komplett geheilt. Das heißt, Sera kann mal Ultima machen. Ja. So, gefangene Schlagkombo. Guck mal, siehst du, Ultima kostet 400. Und Klaus gibt jetzt direkt eine magische Nuss auf Rubens. Genau. Oh, Gigantos konnte sich gerade nicht bewegen. Ah, durch die Fähigkeit von Randolph. Das ist ja super praktisch. Ja, dann machen wir es so weiter. Ja, genau. Dann gibt es hier wieder eine magische Nuss. Also zwei besser gesagt. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja, du hast recht. Er kann nicht mehr als 9999 Trefferpunkte genau. haben. Genau. Er ist ja. immer eine Runde bewegungslos. Oh mein Gott. Ja. Ja. Wir haben das Kampfsystem noch viel sehr schnell gebrochen, kann das sein? Dieser Kampf ist unbeabsichtigt einfach. Ich muss sagen, gefangene Schlagkombo von Klaus, von Randolph, beste Fähigkeit im Spiel. Ja. Ich meine, der Goku ist auch nett, ja, aber... Aber weißt du, was das Schöne ist? Ja. Ich habe halt lieber sowas, als jetzt ein Kampf, der auf Kampf schwer ist. Tatsächlich. Okay, ich meine, immer müssen wir seine Schwäche rausfinden. Ja, genau. Seine Schwäche ist, wie bei so vielen anderen Gegnern, die gefangene Schlagkombo von Randolph. Gefangene Schlagkombo ist halt einfach die beste Attacke im Spiel, neben Super Goku. Ja. Nee, wie heißt er noch gleich? Ultima Goku. Ultima Goku, ja. Also, wirklich, die Skills in diesem Spiel sind so random, ey. Oh, Mann. Also, es ist krass. Wow, also, 999. Ja. Kampf ist gewonnen. Das ist auf jeden Fall echt ein richtig cooler Kampf, muss ich schon sagen. Ich hatte noch keinen Kampf in dem RPG-Maker-Spiel so viel Freude wie an diesem hier. Ich meine, das ist der ultimative Endboss in dem Spiel. Die letzte große Herausforderung. Und er ist anfällig gegen gefangenen Schlagkombo von Randolph. Ja. Kann man mal machen. Ja, das ist ja. Nenne ich einfach mal gutes Game Design. Wenn der geheime Endgegner des Spiels in Wirklichkeit so eine Wurst ist. Aber wer weiß, vielleicht ist der so geskriptet, dass wir mehrere Kämpfe ineinander bestreiten müssen. Weil es nur 999 Maximum HP gibt. Also das wäre jetzt noch so das, was ich mir jetzt vielleicht noch am ehesten vorstellen könnte. So, genau. So ein Kampf ist nur dann wirklich hart, wenn noch im Hintergrund sowas läuft wie heile jede Runde den Gegner nochmal free um 200 oder was weiß ich, ne? Ja, ne, das kommt halt noch dazu. Dadurch, dass also der Gegner, er kann ja nicht mal irgendwie einen krassen AOE-Spell oder so, ne? Und was es ja auch nicht gibt als Möglichkeit, oder du kannst mich gerne korrigieren, wenn dir was einfällt, sowas wie Item-Blockade gibt's ja nicht, oder? Für den Maker. Dass du keine Items mehr verwenden kannst als Spieler? Genau. Nicht, dass mir bekannt ist. Genau. Item-Blockade gibt's ja nicht. So Item-Sperre. Wenn es bei Pokémon gibt, ne? Item-Sperre. Du kannst Fragen stellen, die mich überfordern, als ob ich gewusst hätte, dass es bei Pokémon überhaupt so eine Fähigkeit gibt. Ja. Die können wahrscheinlich irgendwelche super krassen Turnier-Pokémon und... Tatsächlich wird es nicht wirklich genutzt. Okay, aber schade. Es gibt auf jeden Fall eine Fähigkeit, die die Beere vom Gegner klaut und frisst. Das kenne ich ja, die habe ich auch in-game schon mal gesehen. Das ist gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Bist du dir sicher, dass man... Haben wir echt... Wow, wir haben nur noch keine 9999 gemacht? Scheinbar. Wer ist denn der Typ? Der Gegner. Na, Gigantos. Mal meinen Maker aufmachen. Und Gigantos kann sich scheinbar wieder bewegen. Ah, nächste Runde ist er zum Glück wieder bewegungslos. Ja. Ich sollte vielleicht mal mehr als 50 heilen. Ja, so, schau mal in die. Tja, Höchstlevel zu haben ist auf jeden Fall eine Wonne. Ich mach mal Ultima Yam. Der ist nicht mal halb so gut wie der Ultima Goku. Gehe ich jetzt mal von aus. Also Gigantos hat alle Karte auf Max, 9999 HP, 999 Attack, 999 Intelligenz, 9999 MP meine ich, 500 Defense und 999 Agilität. Er bringt uns 999.999 Erfahrung und 999.999 Geld. Also wenn wir nicht auf Max-Level wären nach dem Kampf, also wenn wir nicht ohnehin schon auf Max-Level wären, dann wären wir spätestens nach dem Kampf. Ja.
Das ist Gigantos. Das Doofe ist, Klaus ist schneller als Rubens. Ich glaube, da bringt die magische Lust nicht so viel. Oh mein Gott, wir haben gewonnen. Du hast den Kampf gewonnen. 999.000 Erfahrungspunkte, Steve, du Spoilerer. Du findest 999.000 Gold. Das ist schlecht, weil das müssen wir alles komplett liegen lassen. Wir haben unser Inventar schon komplett ausgereizt. Du konntest Gigantos schlagen. Damit hast du den letzten Boss in diesem Game eliminiert. Das ist wieder sowas. Warum steht das so da? Ja? Trotz allem hast du schon alle Rüstungsgegenstände von Scheißmontos. Hast du den geheimen Pilzwald gefunden? Es gibt so viele Geheimnisse in Scheißmontos. Vielleicht wird dir der zweite Teil von Scheißmontos zu denken geben. Nach dem Motto, besser schlecht geschissen als gut gekotzt. Das hat ich im Erzenspiel in dieser Welt aber nicht gesehen. Hab ich was nicht entdeckt? Entdeckt. The Legend of Scheißmontos 2, Atalon Saga. Endlich Ende 2001. Aber nur in einem alternativen Universum. Das ist doch mal nice. Leute, wenn ihr aus diesem alternativen Universum stammt, in dem es The Legend of Scheißmontos 2, Atalon Saga wirklich gibt, dann schickt uns bitte eine Version davon irgendwie durch ein Wurmloch oder sowas in unsere Welt zu, denn ich will es unbedingt spielen. Weißt du, was so traurig ist? Alles größer, besser, schneller und alles noch mächtiger. Dieses Spiel ist wirklich ein Kind seiner Zeit. Es hat sogar die ganzen Werbesprüche von damals geklaut. Weißt du, was so krass ist? Ja? The End, ganz viele Fragezeichen. Das hätte quasi ebenfalls etwas werden können, wie Letzte Schlacht der Elfen oder Alte Macht. Ohne Mist. Das Potenzial war da. Zum Teufel sind wir denn hier? Jetzt reist du bitte mal. Ich wollte nochmal zum Leuchtturm, genau. Genau. Ich wollte nämlich nochmal in diese Welt. Also, ich möchte dir irgendwas zeigen. Und zwar. Wir laufen mal mit SCG ein bisschen durch die Gegend. Und zwar nach oben zuerst? Nein, bitte nicht. Nein, ich möchte erstmal hier unten lang gehen. Denn das machen wir danach. Ja, okay. Ja. So, wir kommen da nicht lang. Ja. Ist in Ordnung, Steve. Ich will dir den Gefallen noch tun. Ich will erst mal kein Arschloch sein, auch wenn ich es gern. So, wäre. Wir gehen nach oben. Jetzt sagst du, damit du die Höhe nicht gehen musst, gehst du einfach rechts jetzt durch. Also geh einfach so durch, ohne. Genau. So, pass auf, Leute. Guck mal. Wir sind ja hier in den Wald gegangen, genau, weil hier wir ein Schloss ausgelöst. Gesehen haben. Genau. Weil wir ein Schloss gesehen haben. Und geh wieder raus. Ne? Löst sich damit das Event nochmal aus? Ja. Darf ich speichern nochmal? Ich will nochmal ganz kurz speichern. Ich will einfach nur wissen, ob wir die Zwischensequenz nochmal sehen. Okay? Oh Gott. Ich verstehe jetzt doch, was du hinaus willst. Es wäre nämlich witzig, wenn du das nicht berücksichtigt hättest. Da hat immer Steuerung tatsächlich gedrückt. Ja, du hast recht. Wir wollen ja. Ja. Die Kämpfe ziehen es ansonsten nur unnötig. Ja, und das sage ich wirklich selten. Ja, ganz ehrlich, also. Wo muss ich noch gleich lang? Oben. Stimmt, das hier war ja so eine extrem krasse Wegverlängerungsspirale. Ja. Ach Gott. I remember the 5th of September oder sowas. Genau, jetzt sind wir wieder hier ganz am Anfang mit dieser ganz mega geilen Sequenz. Die Leiter in den Himmel. Ja, ursprünglich wollten wir, glaube ich, in irgendeine Stadt oder sowas gehen, kann das genau. sein? Ja, genau, wir wollten eigentlich zum Schloss rübergehen, weil wir glaubten, dass da irgendwie der böse... Genau, aber stattdessen wurden wir dann irgendwie... Ja. In den Wald ging das Spiel auf einmal zu Ende, genau. Jetzt hatte ich gerade schon Angst, dass ich das Spiel irgendwie breche. Bin auf jeden Fall gespannt, die Spannung steigt, oh mein Gott, die Schweißperlen steigen mir ins Gesicht. Hat er es verkackt. Werden wir die ultimative Sequenz nochmal erleben? Können wir den Endfight einfach immer und immer wieder machen? Ich frage mich überhaupt, warum man hier noch rein kann. Also die Events, dass es dunkler und dunkler wird, sind auf jeden Fall immer noch da. Ups, ich bin zu weit gelaufen. Oh mein Gott, gleich sehe ich nichts mehr. Ja, man kann hier auf jeden Fall noch reinlaufen, aber... Irgendwie habe ich so das Gefühl, sollten wir gleich in einem leeren Raum stehen. Ach, na klar, man kann doch hier nochmal reinlaufen, damit man das Event nochmal auslösen kann. Ja, stimmt, genau. Oh Gott, ja, dafür. Naja, ich meine, der Entwickler wollte es und am Ende laufen wir diesen Weg komplett nochmal, ne? Guck mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Klaus, zum Glück, du lebst noch. Diese ganze Sequenz wiederholt sich. The Legend of Scheißmontos, es ist noch nicht vorbei. Wir können nochmal gegen den Demon King kämpfen. Wow, es geht. Ja, das will ich jetzt natürlich nicht machen. Ja. Sondern wir wollen mal hinter den Wald schauen. Genau, weil hier wollten wir ja eigentlich hin.
So, zu diesem Schloss. Hier, das ist das Schloss. Nee, aber hier sind jetzt irgendwelche Sachen. Das Schloss haben wir nicht auf der Karte gesehen. Genau. Das ist bestimmt das Schloss. Aber da ist nichts. Ja. Die Map ist nämlich noch weiter gemappt, aber hier ist. Genau. Ja. Das hat er halt gemein mit Legend of Scheiß Mondos 2. Pass auf, wahrscheinlich wollte er es so machen, dass er sozusagen die Worldmaps von dem Spiel nochmal übernimmt. Und aber diese Teile der Worldmap, die man hier im ersten Teil noch nicht betreten konnte, mit Leben füllt. Weißt du, was ich meine? Dass du im Legend of Scheiß Mondos sozusagen den Teil der Welt spielst, den du im ersten Teil nicht hattest. Ja. Und guck mal, hier ist noch ein Stonehenge. Ja. Why not? Das wäre die Welt schon ohne Stonehenge. Hier gibt es Zyklopen-Gigant. Warum nicht? Oder Zyklopen-Giant. Du kannst nicht rumlaufen, es gibt keine Events. Ja. Das ist traurig. Guck mal, hier ist noch eine Stadt. Ja, und hier kommt jetzt wieder ein Bergpass. Genau, und dann das ist genau, die andere... Geh bitte ohne Steuerungstaste hier mal rein. Gut. Okay, ja, guck mal, Steve, wir können ohne Führer hier durchlaufen. Genau. Aber wenn wir dann gleich von der anderen Seite kommen, dann werden wir wahrscheinlich eine Meldung erhalten. Es ist keine schlaue Idee, ohne einen Führer, der sich hier auskennt, durch die Bass Canyons zu reisen. Ja. Tja, das Spiel will uns davon abhalten, dass wir den unfertigen Content sehen. Ja, und guck mal hier, eine Stadt hinter einem Gebirge versteckt. Guck mal, diese Stadt ist unerreichbar. Ohne ein Flugzeug oder hier über den Meeresweg kommt man nicht in diese Stadt. Guck mal, hier ist so eine extrem krasse... Diese Enge. Ja, hier diese Enge ist so eine extrem krasse Meerenge, da kommt ein Schiff ganz knapp durch, ja. Also ich meine, pass auf. Strategisch ist die Stadt ziemlich geil platziert, dieses Schloss, ne? Ich meine, ist auf jeden Fall so gut wie unangreifbar. Also selbst wenn da jemand kommt, wie gesagt, man kann eigentlich nur über den Seeweg kommen. Über das Gebirge ist viel zu schlauchend. Und selbst wenn irgendjemand über den Seeweg oder über das Gebirge kommt, man sieht den Feind irgendwie kommen. Ja, ja. Es ist schon gut platziert. Ich meine, es gab Städte, die so krass platziert waren schon, ne? In der Vergangenheit. Aber ja, wir haben euch jetzt alles gezeigt aus dem Spiel. Auch nochmal die Worldmap, alle Kämpfe. Was bleibt zu sagen? Ich finde... Schade, dass es keine weiteren Teile gibt. Scheiß Mentos hatte das Potenzial gehabt, so etwas zu werden wie in ein alter Markt oder letzte Schlacht der Elfen. Der Entwickler hatte das Potenzial auf jeden Fall. Oh ja, also wenn hier von diesem Spiel mehrere Teile rausgekommen wären, das wäre so episch gewesen. Und dann wäre es, glaube ich, noch bekannt. Ich meine, es ist eins der ersten Vollversionen gewesen für den Maker, ne? Also, und das fühlt sich eben auch wie eine Vollversion an. Also, Also kommen wir auf jeden Fall mal zum wirklich wichtigsten Teil des Let's Plays. Dem Fazit zu einem Spiel von 2001, das ganz offensichtlich von einem 15-, 16-, 17-Jährigen erstellt wurde, der ganz offensichtlich danach nie wieder ein Spiel erstellt, geschweige denn in der Maker-Szene aktiv war. Denn ich habe von dem Entwickler noch nie in irgendeinem Forum was gehört oder gelesen. Ich frage mich halt, Leute, wenn ihr es wisst, ob der mit einem anderen Namen wieder aufgetreten ist. Wie zum Beispiel ein Sandro Latanzio, der auch mit einem anderen Namen einfach weitergemacht hat, ne? Dann schreibt es natürlich in die Kommentare. Wen auch immer du gerade meinst, wahrscheinlich ist es irgendein Spiel, das wir in Zukunft noch spielen werden, vielleicht. Man sehen wir noch Spiele. Alles klar. Nein, also ja, kommen wir zum Fazit dieses wirklich wunderbaren Spiels. Es ist eine der ersten Vollversionen, das gibt auf jeden Fall schon mal Pluspunkte. Das Spiel hat auf jeden Fall, also es versucht irgendwie gar nicht erst ernst zu sein. Das Spiel ist eigentlich durchgehend humoristisch, ja. Es gibt irgendwie ein paar Szenen, die irgendwie ein bisschen dramatisch sein sollen, aber die wurden komplett verkackt. Also als reines Fun-Game taugt das Spiel, finde ich, weil das Spiel durchaus witzig ist, ohne so übertrieben dämlich witzig zu sein. Naja, das Spiel verzichtet halt komplett auf Fäkalhumor und sowas, ne? Nein, das Spiel war schon ernst gemeint. Da hat das Spiel schon ernst gemeint, glaub mir. Ja, nein, natürlich, aber es ist halt genauso ernst gemeint wie unterwegs in Düsterburg. Weißt du, was ich meine? Es ist halt mit einer ordentlichen Portion Humor. Das meine ich ja, dieses Spiel ist von Anime inspiriert. Ja. Dragon Ball zum Beispiel. Ja. Dragon Ball ist auch natürlich ein Kampf-Anime oder Kampf-Manga, aber es ist natürlich auch eine Komödie zu sehr großen Teilen. Und das trifft bei dem Spiel hier genauso zu. Also von daher muss ich schon sagen, das Spiel, es ist halt einfach so alt, es gab halt nichts davor sozusagen, ja. Ich meine, ja, es ist kein Vampire's Dawn, das irgendwie seinerzeit hervorstach oder logischerweise auch kein Unterwegs in Düsterburg, das seinerzeit weit voraus war, ne. Es ist aber auch, um ehrlich zu sein, keine letzte Schlacht der Elfen. Nee. Es ist tatsächlich, würde ich sagen, eher so eine Art alte Macht. Es gab halt nur eine einzige Stelle, wo wir mit dem Maker eingreifen mussten. Nur eine einzige Stelle, die... Was allerdings schlecht ist und darauf wäre ich dann auch später noch zu sprechen gekommen. Ja, es gab eine Stelle leider, wo wir eingreifen mussten. Und ansonsten hat natürlich leider das Spiel den Feuer- und Mitternacht-Fehler ein paar Mal gemacht. Mit dem
Ja, man wird die aus der Party entfernen und deswegen kannst du jetzt random Game Over sein. Gut, wir haben es zum Glück nicht erlebt, aber wir gehen einfach mal davon aus. Ansonsten, ich passiert. Weiß nicht, hast du mal im Maker nachgeschaut? Oder? Mir ist es passiert. Achso, dir ist es sogar passiert. Okay, mir ist es nach dem Turnier passiert. Weil nämlich bei dem Turnier bei mir Klaus gestorben ist. Okay, alles klar. Ja, das Spiel hat natürlich so Kinderkrankheiten, die für mich auch davon zeugen, dass der Entwickler das Spiel nicht getestet hat. Also, okay, vielleicht ein bisschen den Anfang getestet, aber er hat es auf jeden Fall nicht durchgespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so irgendwie die Hälfte nochmal durchgetestet hat, hat sich so gedacht, ich habe irgendwie in der ersten Hälfte jetzt keine gravierenden Fehler, das wird schon passen. So, frei nach dem Motto, ne? Besser das Spiel rausbringen, als nicht rausbringen, ne? Ich muss auch sagen, dafür, dass das Spiel so alt ist, Mapping und so weiter, es ist völlig akzeptabel. Das Spiel sieht in Ordnung aus dafür, dass es so alt ist. Und dafür, dass der Entwickler es tatsächlich nicht besser konnte und es nicht besser wusste. Denn es gab ja keine Vorbilder. Die Super Nintendo-Spiele damals sahen ja vor Final Fantasy VI und Doofia 2 und so. Also diese früheren Super Nintendo-Rollenspiele, die sehen ja auch alle super scheiße aus. Ja. Ja. Also, aber eine Frage habe ich an dich. Ja. Was sollte der Klaus-Plot? Klaus-Plot? Ja, es gab einen Klaus-Plot random. Wo wir in den Brunnen rein mussten. Ach, stimmt, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Der Evil Klaus, der irgendwie vorhat, irgendwie die ewige Dunkelheit über dich hat, der hat irgendwie überhaupt keine, Verknüpfung. Aber das ist irgendwie allgemein so ein großes Problem dieses Spiels gewesen. dass dieses Spiel immer wieder verschiedene Plot-Punkte sozusagen eröffnet, die dann aber nicht so wirklich logisch zu Ende geführt werden. Was sollte das mit Lizelle? Was sollte das mit Nirvana und ihrem Vater? Also diese ganze Geschichte, die später aufkam. Warum wusste der Dorfälteste oder warum weiß der Dorfälteste über alles, was im Universum vor sich geht, Bescheid? Warum haben wir nur den Orga wieder gesehen von Baza Gadamu? Den Orga, Steve, den Orga. Den Orga, aber nicht die anderen beiden. Weil nur Basamuff überlebt hat und Ebostiat und Gasumuff waren tot. Und warum haben wir das nicht hinterfragt, was mit den anderen beiden ist? Weil, wie gesagt, dieses Spiel hat ganz, ganz viele Plots, die irgendwie allesamt ins Leere verlaufen. Spiel ist einfach nur verwirrend. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sequenzen. Warum? Weißt du, für mich ist es ein bisschen so, als würde man ganz viele Nebenquests ineinander spielen. Warum scheint jeder den Dorfältesten? Jeder. Wie gesagt, der Dorfälteste ist, der Dorfälteste ist die zentrale Figur des Universums. Eigentlich ist dieser Gott Persona völlig egal, weil der Dorfälteste hätte ihn jederzeit in den Boden rammen können. Der Dorfälteste ist die mächtigste Person. Die coolste Stelle war immer noch der, wo der damalige vermeintliche Hauptbösewicht, Nein, Steve, die beste Stelle war für mich, als der Dorfälteste am Ende einfach so rumgelabert hat, wie, ach ja, scheiß Montos und die andere Welt, ihr könnt jederzeit hin und her reisen. Ja, davor fand ich aber auch schon gut dieses, wo der Bösewicht zu ihm hin ist und meinte, ja, ich habe jetzt diese alte Burgruine da eingenommen und habe die zwei Kristalle, kommt mal vorbei. Ja, ne, das ist... Das hat auch keinen Sinn ergeben. Warum hat er auf einmal mehr Kampfkraft als Nirvana, wenn er sein Luftschiff hat? Und Hydropumpe einsetzt. Ja, warum konnte er plötzlich mit Hilfe des Luftschiffs Nirvana töten? Vielleicht... Stand er zu dem Zeitpunkt schon unter dem Einfluss von Dingens hier, Persona? Noch nicht, das kam erst danach. Okay, weil ansonsten hätte ich vielleicht gesagt, dass Persona ihm irgendwie Stärke verliehen hat. Oder also durch ihn agiert hat, aber das wäre eine Möglichkeit, dass Persona durch ihn agiert hat. Er war in Wirklichkeit tot und Persona hat ihn einfach wieder zum Leben erweckt. Ja, also es ist halt... Also, tja, also alles Interpretation und Spekulation unsererseits, ne? Das Spiel war in der ersten Hälfte, bis wir in die Welt des scheiß Montos gegangen sind. Irgendwie gleich straight und nachvollziehbar. Aber ab der scheiß Montos-Welt war es seltsam. Oder auch, warum mussten wir das Flashback spielen mit Lizelle? Oh, warum haben wir dieses Flashback gespielt? Warum mussten wir zum Dorfältesten laufen? Das ist genau das, was ich zu dir meine. Erstmal diese ganzen angefangenen Plotpunkte, die nicht zum Ende geführt werden. Und zum anderen eben diese ganzen Quests, diese ganzen Missionen. Als würde sich das Spiel anfühlen, als wäre es eine Aneinanderreihung von Nebenquests irgendwie. Warum hat er den dritten Don Miguel vergessen? Warum wurden überhaupt die Kristalle eingeführt, wenn die Kristalle eigentlich so gar nichts gut sind? Keine Rolle gespielt haben? Ja, die Antagonisten hatten irgendwie am Anfang zwei Kristalle, dann hatten wir plötzlich irgendwie sechs und dann... Weißt du, ist damit aber nie irgendwas passiert. Die Kristalle waren eigentlich komplett irrelevant. Weißt du, was mich das erinnert? Woran? Warum sind die Dragon Balls und Dragon Ball Z irgendwann nicht mehr relevant? Ja gut, ich glaube, der Entwickler hat sich, was das angeht, vielleicht nicht oder bewusst irgendwie an Dragon Ball orientiert, aber... nicht, aber... Ja, nein, also...
man kann es einfach nicht anders sagen. Das Spiel ist dafür, dass es 2001 rausgekommen ist, ist es in Ordnung. Ja. Wenn wir das Jahr 2001 schreiben würden und wir einfach nur auf der Suche nach irgendwelchen Gratis-Spielen wären, dann würde dieses Spiel gerade bei meinem 12-, 13-, 14-jährigen Ich wahrscheinlich alle Standards erfüllen. Ja, wahrscheinlich hätte ich es nicht durchgespielt, so ungefähr, aber ich hätte es auf jeden Fall angefangen und wahrscheinlich auch relativ weit gespielt, so ungefähr. Und mich, wer weiß, vielleicht sogar als Jugendlicher daran erfreut. Und eigentlich ist es auch noch für mich im Kopf einfach dabei geblieben, die romantische Szene am Strand. Oh ja, die romantische Szene am Strand. Oh mein Gott, das Romantiklevel war over 9000. Das war, ja, oder die Stelle, wo Rubens meinte, dass er seine Kampfkraft nicht voll nutzen kann, weil er Einzelgänger ist. Das war, das war Randolph. Und erinnere dich an die Stelle, als Randolph mit Klaus ein Männergespräch führen wollte. Ja. Um natürlich nicht zu vergessen, die Telefonnummer im Intro. Ganz ehrlich, Steve, dieses Spiel ist uns in vielerlei Hinsicht im Gedächtnis geblieben. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Spiel, wo ich sage, das bleibt mir im Kopf. Am Ende ist es so, genau, das Spiel ist uns im Gedächtnis geblieben. In einerlei, wie gesagt, das Spiel schafft es, im Gedächtnis zu bleiben. Vielleicht nicht unbedingt auf eine positive Art und Weise, was das Gameplay angeht, was die Story angeht und so weiter. Aber es bleibt einem als exzellentes Trash-Game auf jeden Fall im Gedächtnis. Auf jeden Fall. Und am Ende, nun ja, es hat ja irgendwo die Anforderungen an ein Spiel erfüllt. Es hat Spaß gemacht. Ja. Wir mussten es zwar einmal fixen, konnten es aber ansonsten gut und flüssig durchspielen, ohne dass wir uns irgendwie smiken mussten oder so. Richtig, genau. Man muss sich in diesem Level nicht hochcheaten. Ich habe ganz am Anfang mal gegrindet. Das wäre nicht zwangsweise notwendig gewesen, aber es war einfach angenehmer. Genau, es hat das Spiel von da an auf jeden Fall angenehmer für uns gemacht. Genau. Und weil irgendwann kam mir dann der Punkt, wo das Spiel auch einen gleichbleibend linearen Schwierigkeitsgrad hatte. Ja, genau. Es gab halt zwei Stellen. Wir hätten nicht unbedingt gewalten müssen, aber es war halt fürs Let's Play angenehmer, wenn die Kämpfe einfach flüssiger gelaufen sind. Das war einfach der Hintergrund, wo ich gesagt habe, komm, ich grinde jetzt hier ein paar Level, ne? Genau. Na gut. Also, ja, das Spiel hat uns am Ende Spaß gemacht. Es ist ein sehr altes Spiel, deswegen die ganze Kritik kann man auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau... Ich habe jetzt gerade eine Redewendung vergessen, aber ist egal, man muss die Kritiken auf jeden Fall nicht so ganz ernst nehmen, denn wie gesagt, der Entwickler ist eh nicht mehr aktiv, das Spiel ist eh uralt. Aber wer weiß, wenn ihr mal eure eigenen Spiele macht, dann vergesst nicht, lasst eure Plotpunkte auf jeden Fall nicht ins Leere laufen. Ja. Testet eure Spiele auch, dass man sie durchspielen kann. Aber ich denke, das sollten eigentlich alles mittlerweile Selbstverständlichkeiten sein. Ja, mittlerweile sind die Ansprüche etwas andere. Aber hey, diese Ansprüche werden wir dann in anderen Let's Plays loslassen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Es wird bestimmt auch zukünftig irgendwann noch weitergehen mit Vampire Stone 2 Everlasting Blood, mit Dreamland und wer weiß mit was für Spielen noch so. Bis dahin freuen wir uns auf jeden Fall, wie immer, über ganz viele nette Kommentare, ganz viele Daumen nach oben. Wir hoffen, dass wir euch auch dazu gebracht haben, mal The Legend of Scheiß Montos eine Chance zu geben. Und wenn nicht, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch zumindest bei diesem Let's Play hier erfreut und euch den Tag, die Woche und den Monat versüßt haben. Dann Leute, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 oder so. Wer weiß das schon. Mit freundlichen Grüßen, euer Let's Play Retro und das ist Steve. Bis zum nächsten großen Projekt. Genau. See ya, Steve. Was heißt see ya? Verdammt, dass du es bis zum Ende einfach nicht hinkriegst, Steve. Ja. Komm schon. Nein, Steve. Wir müssen diesem Spiel... Ich meine, du lädst doch dieses Video erst Ende nächstes Jahr hoch. Steve, wann auch immer ich das Video hochlade, ist völlig egal. Wir müssen aber trotzdem diesem Spiel zu Ehren das see ya am Ende sagen. Komm schon. Es ist der letzte Part, Steve. Na gut. Dieses Spiel hat es verdient. Dann möchte ich aber noch was anmerken, was wir gerade nicht erwähnt haben. Dann merke es noch an, Steve. Du hast alle Zeit der Welt. Und zwar... die random kommerzielle Musik. Oh ja. Heino. Und ja, natürlich also, die Prinzen, das war, ne? Das, ja, das gut. Sollte man, das ja. War auf jeden Fall auch nochmal was Spezielles. Wie gesagt, das sind eben auch Kinder seiner Zeit und das hatten die Spiele der frühen 2000er auf jeden Fall so an sich. Ja. Na gut, Leute, dann, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Let's Play-Projekt und deswegen sage ich See ya und ich hoffe, der Steve, der kriegt das auch mal hin. See ya. Sehr gut.